Ja, hallöchen und grüßt euch doch recht herzlich zum 30. Part mittlerweile von meinem Final Fantasy VII Rebirth Let's Play. Wir befinden uns, wie ihr hier sehen könnt, immer noch im Cosmo Canyon, aber den lassen wir jetzt gleich hinter uns, denn es geht nach Nibelheim. Aber vorher recappen wir noch mal einmal ganz kurz, was hier so abging. Also zum einen, ich bin clean hier, also komplett clean. Ich habe wie immer hier die 100% Bereichsfortschritt geholt, habe alles bei Chatley erledigt, sämtliche Nebenaufgaben gemacht, wie ihr hier oben sehen könnt, wenn das nicht von meinen Symbolen verdeckt wäre, ich vergesse das immer wieder. Gut, aber hier unten seht ihr das auch, da habe ich quasi alles Mögliche eingesammelt und alles gemacht. Storytechnisch werden wir jetzt nach Nibelheim geschickt, um die Schwarzkoten weiter zu verfolgen, beziehungsweise die schwarze Materia zu besorgen, beziehungsweise wir brauchen weitere Informationen, wo sich der Tempel des alten Volkes befindet. Und da kam unserem guten Cat die Idee, okay, in Nibelheim, da ist so ein alter Shinra-Computer, an den können wir dran und da finden wir dann wahrscheinlich weitere Informationen bezüglich der schwarzen Materia. Gut, ich würde sagen, wir schicken jetzt mal hier so ein Rauchzeichen ab und rufen Sid und schauen mal, was uns denn hier so weiter blüht. Vielen Dank, dass Sie sich auch heute wieder für Bronco Airlines entschieden haben. Sid, könntest du uns wohl bis nach Nibelheim fliegen? Nach Nibelheim? Klar, kriege ich schon hin. Der Ort, den ich nicht erreiche, muss erst noch gebaut werden. Okay, anscheinend dürfen wir wieder fleißig das Flugzeug hier fliegen. Nochmal als kleinen Reminder, ich meine, ich habe es glaube ich schon oft genug erwähnt, aber trotzdem, man kann es nicht oft genug sagen. Nibelheim ist natürlich Clouds Heimatdorf, genau wie das Heimatdorf von Tifa. Und da könnten wir vielleicht doch dann auch mal endlich so die wahre Geschichte bezüglich Cloud erfahren. Das Ding ist nur, ich bin mir ziemlich sicher, das kommt storytechnisch im Original eigentlich erst viel, viel später. Aber ich glaube, dass die hier im Remake bzw. in der Remake-Reihe hingehen und machen das schon etwas früher. Damit man halt einfach die Story besser im Fluss halten kann. Denn es sind ja auch schon so ein paar Sachen passiert, die vom Original abweichen. Ich bin ziemlich gespannt, was uns hier erwartet. Kapitel 11. Rückkehr ins Unbekannte. Dann macht's mal gut! Ja, und da ist er wieder weg. Hey Sephiroth, warte mal! Ich will die schwarze Materia. Hä? Schwarze Materia! Alles okay? Nibelheim zu wollen. Vielleicht waren die Schwarzkoten nur in Cosmo Canyon, um uns hierher zu locken. War nur ein Gedanke. Vergesst es. Okay. Zum einen erstmal eine Sache ganz kurz.
Ich gehe absolut nicht mit dem, mit der neuen Stimme von Rhett Dakor. Ich weiß nicht, ich finde, das passt irgendwie nicht. Auch wenn er jetzt ja offensichtlich sich als jünger darstellt, ne? Keine Ahnung. Also ich fand die Stimme vorher wesentlich passender. Ne, das hat jetzt so ein bisschen diesen Rufus-Touch. Ne? Ich meine, Rufus' Stimme ist auch nicht wirklich gut getroffen, aber gut, okay. Genug über Stimmen geredet. Was haben wir gerade gesehen? Das ist viel wichtiger als die Stimme von Rhett bzw. Nanaki. Wir haben gesehen, wie Sephiroth quasi wieder in Clouds Kopf war und ihm gesagt hat, dass er die schwarze Materia will. Und das eigentlich Wichtige daran ist wie er es ihm gesagt hat. Ne, denn das, was wir gesehen haben, war quasi dieser Nibelheim-Rückblick, wo Cloud quasi hinter ihm herrennt und sagt, hey Sephiroth, warte mal. Und dann sagt Sephiroth nur, ich will die schwarze Materia. Ne, das heißt, er spielt hier ganz bewusst mit Clouds Erinnerung, die ja sowieso etwas verwaschen sind. Okay, ich glaube, es gibt auf jeden Fall jetzt hier wieder einiges zu erkunden in der Nibelregion. Aber die scheint tatsächlich doch gar nicht so groß zu sein. Und ich sage euch ganz ehrlich, ich bin ein bisschen froh drum, weil das ist teilweise schon echt hart, Übrigens, extrem viel, falls du ne? es noch nicht wusstest, Nibelheim ist vor 5 Jahren abgebrannt. Vermutlich mitsamt dem Terminal. Von dem Vorfall vor 5 Jahren weiß ich. Aber keine Sorge, dem Terminal ist nichts passiert. Shinra hätte nie erlaubt, dass seine Einrichtung abbrennt. Du meinst den Reaktor? Nicht Nee. ganz. Keine Ahnung, was in Nibelheim los ist. Aber ohne dieses Terminal finden wir die schwarze Materie nicht, oder? Dann haben wir eh keine Wahl. Du hast recht. Okay, das Gehen sammeln wir auf jeden Fall einmal ein. Falls ihr euch erinnern könnt. Oh, den machen wir mal eben hier. Machen wir mal eben platt. Falls ihr euch erinnern könnt, wir waren im Nibelheim-Rückblick. Ganz am Anfang waren wir in einem Gebäude drin, wo sich Sephiroth auch so ein Es ist bisschen drin aus. verschanzt hat. Und das ist die Shinra-Villa. Und ich denke, das ist das, wo es uns jetzt als erstes hinführt. Witziger Fun-Fact zur Shinra-Villa. Ja, Fun Fact kann man jetzt auch nicht sagen. Aber da bekommt man im Original einen neuen Charakter tatsächlich, der ziemlich schwer zu bekommen ist tatsächlich. Also man muss da so ein Rätsel mit so einem Klavier lösen, wenn ich mich richtig erinnere. Und man muss einen Bossgegner töten, nachdem man so einen Tresor aufgemacht hat. Und dieser Bossgegner hat es echt in sich. Die Oh. Herrscher über Krieg und Tod in den Schreinen der Nibelregion schlummern soll. Odin soll auf seinem treuen Pferd Odin. Sleipnir aus dem Land der Toten kommen und jagt auf Seelen von gefallenen Kriegern nach. So überliefern es zahlreiche Legenden. Anscheinend bekommt man hier Odin. Wie komme ich denn? Wie, hä? Okay. Kann man hier einfach hoch? Komisch. Ach. Hier geht es anscheinend hoch. Das war sehr merkwürdig. Eigentlich könnte man da, sollte man da ja klettern können. Und mich hat hier jetzt alles irgendwie diese Wand hochgeführt. Ne? Muss ich denn hier überhaupt hin? Nee, muss ich eigentlich nicht. Ich wollte jetzt hier nicht so einen krassen Abstecher machen. Aber ich dachte mir, komm, dann nimmst du noch eben mit.
Wir haben natürlich jetzt auch keinen Chocobo, mit dem wir hier schneller reisen können. Gut, ich will ja auch, dass es hier spannend bleibt im Let's Play. Ja, ich guck nur eben, dass ich mir einmal schnell die Lebensquelle hole. Es ist heftig. Also, das ist jetzt hier auch so ein bisschen, hat so ein bisschen den Flair von irgendwie, ja, so Geisterstadt. Boah, ich glaube, das geht jetzt echt krass abwegig, ne? Gut, ich sammle den Funkturm und dann folge ich dann doch eher erstmal der Hauptquest. Nibelwolf. Ziemlich schlecht, Schaden. Okay. Flammenblitz. Ich mach das. Oh Mann. Verdammt. Oh Mann. Boah, aber die Gegner hier hauen ja richtig rein. Das ist ja der Wahnsinn. Windige Verkettung. Jetzt erst recht. So wird das nichts. Jetzt. Boah, da muss ich mir aber erstmal heilen. Also Nibelheim wird anscheinend ein richtig harter Partner. Und ich bin leveltechnisch schon echt gut dabei, ne? Das ist noch nicht vorbei. Mein Gott, nein. Krass. Also leveltechnisch bin ich auf jeden Fall ziemlich hoch. Und die Gegner hauen hier schon krassen Schaden rein. Aber den nehmen wir noch eben mit. Dann gehe ich zum Flugplatz zurück und schnurstracks. Schnurstracks zum Ausrufezeichen. Jupp. Na, falsche Richtung. So, ich denke, wir müssen den Schwarzkoten jetzt folgen. So, den Funkturm können wir uns aber auch noch mitnehmen. Sorry. Ja, komm. Ah, Rückwärtssalto. Und einmal Schwertsturm. Bams. Easy. So, wo ist denn hier die Kontrolleinheit? Naja, das muss man halt immer machen, ne? Was ich aber tatsächlich so ein bisschen doof finde, ist, wenn man schon so einen Funkturm aktiviert, das ist halt nicht wie in klassischen Open-World-Games, dass man dann halt so einen Teil der Karte auch aufdeckt, sondern hier deckt man tatsächlich nur die umliegenden, ja, Aktionen auf, die man da halt machen kann. Ach, da kriegt man einen Chocobo anscheinend. Aber das mache ich jetzt nicht.
Das können wir alles noch nachholen. Ich will endlich wissen, wie es weitergeht. Also ich habe jetzt locker nochmal 8 bis 10 Stunden gebraucht, um das andere Gebiet noch frei zu spielen, also Cosmo Canyon noch durchzuspielen. Und das ist echt übel, ey. Okay, hier fliegen die ganze Zeit überall so Dinger rum. Ich glaube, hier kriegen wir auch vielleicht einen Chocobo, der irgendwie eine krasse Fähigkeit hat. Im Cosmo Canyon Gebiet war das ein, ja, Flug-Chocobo. Ach, geh weg, du alte Eule, du. Ach komm, wir ignorieren die Gegner jetzt erstmal. Nicht mehr weit bis Nibelheim. Warst du seit dem Vorfall nochmal hier? Nein. Seit fünf Jahren nicht. Ich auch nicht. Was hätte ich dort auch gewollt? Es hieß ja, es wäre... Okay, den Schnellreisepunkt, den hole ich mir aber eben schnell. Ist schon okay. Seitdem ist viel passiert. Cloud, bleibst du bitte an meiner Seite? Je näher wir kommen, desto nervöser werde ich. Naja, sie war halt auch lange nicht mehr da, ne? Tifa wurde ja von ihrem Meister Sangan quasi gerettet. Der hat die aufgelesen und nach Coral gebracht, in die Coral-Region und quasi dort zu einem Arzt. Oh, ich bin sehr gespannt. Ich bin auch ein bisschen aufgeregt. Jetzt wird's auf jeden Fall deep. Geh mal weg. Giala-Brücke. Bin ich überhaupt richtig? Ja, sieht so aus, ne? Und da ist Nibelheim. Und es sieht aus wie neu. Als wäre nichts passiert. Okay, krass. War das Dorf nicht abgebrannt? Wieder aufgebaut. Erschreckt mich nicht so. Ich dachte schon, Cloud wäre wieder verrückt. Ich meine, nicht verrückt, verrückt. Ihr wisst schon. Also, was glaubt ihr, wer das war? Shinra. Na dann, suchen wir das Terminal? Oh Mann. Also, ne, Barrett checkt halt auch, dass Cloud ja ziemlich viel Müll erzählt. Ne, und die ahnen schon, dass da alles nicht so wirklich richtig ist. Und wer das Dorf wieder aufgebaut hat, kann man sich vielleicht auch denken, ne? Wahrscheinlich derselbe, der auch hingegangen ist und hat quasi in Gongaga diese Städte da gebaut, diese, wie nennt man das? Gedenkstätte. Das wird höchstwahrscheinlich Reef gewesen sein. Und Reef ist ja derjenige, der Cat steuert. So. Wahnsinn. Heilige Scheiße. Lauter Schwarzkutten.
Die Bewohner sind auch alle neu. Hm? Das sind Fremde. Jeder Einzelne. Kann ich euch vielleicht behilflich sein? Oh, hallo der Herr! Erfreut, ich bin ein Vertreter von Shinra Resorts. Und ich benötige dringend Zugang zu unserem Netzwerk. Dürfte ich das Terminal benutzen? Und wer sind die anderen? Diese Leute sind... Ich stamme von hier. Aber... Verstehe. Wisst ihr denn, was nach dem Vorfall hier passiert ist? Nein, tun wir nicht. Dieses Dorf wurde vor 5 Jahren unter Shinras Kontrolle gestellt. Es ist jetzt ein Sanatorium für Leute mit einer Mako-Vergiftung. Aus rechtlicher Sicht ist alles bereits geklärt. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, wendet euch damit bitte an die Hauptverwaltung des Shinra-Konzerns. Vielen herzlichen Dank für diesen Hinweis. Und nun auf zum Terminal. Oh, oh. Ich verstehe, dass das hier eure Heimat ist, aber reist besser bald wieder ab. Ja, die wurden quasi einfach verbannt. Das ist ja übel, ey. Okay, ich gehe mal eben einmal ganz kurz hier zum Krämerladen. Du hast hier früher mal gelebt, oder? Mach uns bloß keine Schere rein. Oh, ich sehe gerade, ich bin übelst out of money. So ein Mist. Könnte wahrscheinlich einiges verkaufen, aber gut, brauchen wir nicht. Ich verstehe ja, dass die ohne unsere Hilfe nicht... Gab es diesen Turm schon immer, Cloud? Ja. Irgendwie will ich da jetzt unbedingt hochklettern. Komm schon, die Aussicht ist bestimmt toll. Hey, warte! Okay, also die Shinra ist natürlich hingegangen und hat die Stadt wieder aufgebaut, um halt alles so ein bisschen zu vertuschen, was da passiert ist, ne? Als wären diese Häuser schon immer hier gewesen. Ja. Hey, wo hast du gewohnt? Da vorne. Echt? Wie putzig. Oh nein. Das wollte ich nicht. Ist ja nicht wirklich mein Haus. Den Anblick ertrage ich. Da. Das ist die Herberge. Da haben wir damals übernachtet. Das ist das Rathaus. Da hinten der Krämer. Und da hat Tifa gewohnt. Hast du von hier ein Auge auf sie gehabt? Du wolltest sie doch sicher beschützen.
Das habe ich. Hin und wieder. Ich hätte vermutlich dasselbe getan. Wir sollten zurück. Geh ruhig vor. Ich bleib noch etwas. Oh man. Ich finde das gerade so irgendwie total bedrückend. Oh Mann. Hier gibt's nichts zu sehen. Das muss man sich mal vorstellen, ne? Die haben jetzt ja auch damit gerechnet, dass... sorry, ich wollte das kurz lesen. Die haben ja jetzt auch damit gerechnet, dass dieses ganze Dorf halt abgebrannt ist, ne? Die waren ja ewig nicht da und jetzt nutzt Shinra das quasi ja als Resort für die Schwarzkoten, ne? Für Leute mit einer Makrovergiftung. Deswegen sind die auch alle hier. Und natürlich wollten die nur vertuschen, dass ja einer der größten Helden quasi hier komplett durchgedreht ist und das ganze Dorf niedergebrannt hat, ne? Okay, jetzt wird's krass. Man hat gerade Zack die Treppe hochlaufen sehen, ne? Es sind so viele. Also ich weiß ja nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die alle alleine den Weg bis hierher geschlurft sind. Da steckt doch Shinra dahinter. Die dummen Säcke zerstören nach Lust und Laune. Und wenn's ihnen in den Kram passt, dann bauen sie sich einfach was Neues. Alles läuft, wie Shinra es will. Aber nicht mit uns, oder? Damit lassen wir sie nicht durchkommen. Dieser Scheißkonzern Richtig. Wird für das bezahlen, was er deiner Heimat angetan hat. Okay, ich sollte auf jeden Fall unbedingt noch einmal ganz kurz die anderen suchen. Sehe ich die denn auf der Karte? Ich verstehe ja, dass die ohne unsere Hilfe nicht überleben. Genau. Das ist also das... Ah, schön dich hier zu treffen. Mir ist zu Ohren gekommen, dass Shinra das Sanatorium... Es war nicht einfach, eine... Selbst mit Foto... Naja, die Anzahl... Ah, komm, laber nicht so viel. Wenn du ein gutes Motiv entdeckst, dann sag mir Bescheid. Fotolocation. Alles klar. Cool. So, da oben ist, glaube ich, auch einer von uns. Red. Irgendetwas an diesem Ort mich auch. Die Shinra-Villa? Entschuldige bitte. Sowas will niemand über seine Heimat hören, oder? Das hier ist nicht mehr meine Heimat. Mach dir keine Gedanken. Warum hat Shinra das Dorf wohl wieder aufgebaut? Boah, ich habe einfach leuchtenden Smiley bei Red. Bams. Wer fehlt denn noch? Yuffie fehlt noch. Wie haben wir denn da? Sind Sie zu Besuch hier? Krank sehen Sie zumindest nicht aus. Falls Sanatorium. Sie sollten, muss ich Sie um etwas Geduld bitten. Wir müssen uns erst um die anderen Patienten. Auf den Armen vieler Menschen in den Schwarzen. Ach, das ist Tifas Haus, ne? Ja. Weißt du... Als ich nach dem Vorfall im Krankenhaus aufgewacht bin, habe ich mir lange eine Frage gestellt. Wieso hat mein Vater Sephiroth damals bis in den Makoreaktor verfolgt? Es ist ja nicht so, als hätte er jemals was gegen ihn ausrichten können. Und so war es dann ja auch. Ich ging nach Midgar, wo ich mich eine Weile allein durchschlug. Und plötzlich verstand ich ihn. Er hat aus Wut gehandelt. Nach allem, was mein Vater durchgemacht und überwunden hatte, kam Sephiroth und zerstörte das Leben, das er sich so hart und unter Mühen aufgebaut hatte.
Er war wütend. Und diese Wut hat ihn angetrieben. Verstehe. Und genau wie er habe ich damals meine Trauer, meine Einsamkeit, all das habe ich in Wut verwandelt. Und bin am Ende Avalanche beigetreten. Das Problem ist nur, dass Wut irgendwann vergeht. Sie wurde durch Zweifel und Sorgen ersetzt. Plötzlich stellte ich Avalanches Methoden in Frage. Das war übrigens genau die Zeit, in der ich dich wieder getroffen habe. War wohl Schicksal. Das glaube ich auch. Es ist viel passiert. Aber es war die richtige Entscheidung, hierher zu kommen. Denn jetzt weiß ich, dass sie das Dorf neu aufgebaut haben. Um es aussehen zu lassen. Damit kommen sie nicht durch. Sephiroth. Shinra. Ich hasse sie alle. Cloud, weißt du noch, wie du mich damals als... Angeschaut? Immer wenn sich unsere Blicke trafen, hast du schnell weggeguckt. Und gesprochen hast du mit mir auch. Ich weiß, ich war als Kind eine ziemliche Nervensäge. Tja, und ich wollte von jedem gemocht werden. Irgendwie ist das auch heute noch so. Und um ehrlich zu sein, ist das eine Seite an mir, die ich... Nö. Oh Mann. Gut, Yuffie können wir hier jetzt, glaube ich, nicht finden. Ich denke, wir geben uns doch jetzt mal, was da gerade schon so ein bisschen angedeutet wurde, ne? Also ich sehe Yuffie hier auf jeden Fall auch nirgendwo auf der Karte. Man sieht das halt nur an diesen blauen Punkten, ne? Dann gehen wir doch mal die Treppe nach oben. Wirklich, glauben Sie mir. Hast du vielleicht jemanden, der hier auf dich wartet? Eine hübsche Dame zum Beispiel? Oder willst du lieber etwas über mein Mädchen hören? Ha? Was, interessiert dich nicht? Egal, ich erzähl's trotzdem. Sie ist absolut hinreißend. Eine echte Schönheit. Und sie wird mit jedem Treffen schöner. Natürlich hat sie auch einen tollen Charakter. Kommt sie aus Midgard? Ja, ein Großstadtkind. Zack. Zack Fair. Der Soldat, den Eris geliebt hat. Er kam aus Gongaga. Wir waren Kollegen. Vor 5 Jahren waren wir... Also zusammen hier? Zack, wo bist du jetzt? Diese Szene, die wir hier gerade gesehen haben, wo Cloud hier auf diesem Bett saß und Zack ist hier durchgelaufen und hat hier von Eris geredet, das ist übrigens aus Crisis Core. Das Witzige ist, das ist ein ganz krasses Easter Egg, wenn man in diesem Nibelheim-Rückblick quasi den Gardisten anspricht, vorne rechts den Gardisten, der sagt genau das zu
Cloud in diesem Nibelheim-Rückblick. Oh Mann. Aber krass, dass Cloud sich dann doch so schnell schon irgendwie daran erinnert, ne? Ich bin mal gespannt, ob er irgendwie diesbezüglich was zu Aerith sagt. Heftig. Absolut heftig. Ah, da ist dieses Shinra-Terminal. Meine Mutter muss einfach herziehen dürfen. Enge Verwandte sind doch erlaubt. Da ist irgendein Gardist. Das ist bestimmt der Gardist, der weggespült wurde. Vor 5 Jahren. Gut, quatschen wir mal Cat an. Ich hätte es vorher wissen sollen. Das Terminal gewährt nur eingeschränkten Zugriff. Also kommen wir nicht an die Daten, die wir brauchen. Zum Aufgeben ist es noch zu früh. Entschuldigen Sie bitte, könnten wir wohl Zugang zur Shinra-Villa bekommen? Warum brauchst du mich dafür? Miau, haha, ich bin nur ein einfacher Angestellter. Meine Schlüsselkarte ist da leider nicht genug. Mit meiner Karte würdest du leider auch nicht weit kommen. Du wirst dich an meinen Vorgesetzten wenden müssen. Vorgesetzter? Wer ist das? Der Abteilungsleiter? Und wo finden wir ihn? Abteilungsleiter Murasaki führt im Auftrag der Hauptzentrale gerade im Reaktor eine Inspektion durch. Wir erwarten ihn in 2 Tagen zurück, allerdings haben wir seit gestern nichts mehr von ihm gehört. Es kann sein, dass er sich verspätet. So lange können wir nicht warten. Allerdings, gehen wir ihn suchen. Gute Idee. Dann mal danke für alles. Alles klar, es scheint so, als müssten wir uns jetzt nochmal den Weg nach oben zum Reaktor durchschlagen. Um dann halt letztendlich Zugang zur Shinra-Villa zu bekommen. Machen wir eine kleine Pause. Hab schon gehört, wir gehen zum Reaktor, ja? Zum Reaktor? Habt ihr etwa die Info, nach der wir gesucht haben? Hm. Wir brauchen eine Schlüsselkarte. Für die müssen wir jemanden namens Murasaki im Reaktor finden. Hier! Ich! Ich komme mit. Ich auch. Tiefer. Ich weiß nicht. Niemand sonst kennt die Gegend hier so gut wie ich. Okay. Und ihr kommt auch klar? Ist nur ein Spaziergang, um eine Schlüsselkarte auszuleihen. Kein Problem. Ihr seid bestimmt eine Weile unterwegs. Habt ihr auch nichts vergessen? Für die Vorbereitungen bist du zuständig, Cloud. Aber Beeilung, die Materia wartet auf mich. Schu, machen wir. Okay, nein, wir brechen jetzt noch nicht zum Reaktor auf. Das würde ich doch sagen, holen wir im nächsten Part nach. Da müssen wir halt den ganzen Weg nach oben laufen. Das machen wir anscheinend mit Yuffie und mit Tifa. Ich denke, wir haben trotzdem wieder ganz gut was, was wir so ein bisschen auf uns sacken lassen könnten. Zum einen halt einmal die Geschichte mit Zack, ne? Dass jetzt halt anscheinend Cloud sich doch daran erinnert und jetzt auch hinterfragt hat, wo Zack denn eigentlich ist. Und zum anderen natürlich, dass die hier eiskalt hingegangen sind und haben Nibelheim wieder aufgebaut. Ne? Das ist ziemlich krass. Gut, ihr Lieben, ich bedanke mich auf jeden Fall wieder mal recht herzlich fürs Zuschauen. Wenn euch mein kleiner Part hier gefallen hat, dann lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da. Und falls ihr keine folgenden Videos von mir verpassen möchtet, dann abonniert doch gerne meinen Kanal, wenn ihr das noch nicht getan habt. Ich sage an dieser Stelle auf jeden Fall dann wie immer vielen Dank. Bis dahin. Peace out. Euer Brozilla.